Ich habe es offscreen dann nochmal gemacht. Hier an dem Computer hier gab es noch eine der Sachen, die wir gefunden haben. Lass mal zeigen. Ne, ich glaube, die haben wahrscheinlich gab es so einen Chip, einen intakten Chip, haben wir hier in den kaputten Trümmern gefunden und schon mal eingesetzt. Das müssten wir eigentlich nur noch. Kristall einsetzen. Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Oha. Datenkristall. Oha, was haben wir da? Nennen Sie nun Ihr Passwort. Passwort. Na, was wohl? Was? Worum geht das Spiel hier die ganze Zeit? Seit mehreren Streams, seit mehreren Parts. Das Passwort ist Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Was ist das eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie. Und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin, das klingt um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen, verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Zugang zu was? Oha, das war was geheim. Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Das dachte ich Bitte mir. Versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Das wäre zu schön. Ich verstehe das alles nicht. Ich brauche Hilfe. Zum Thema Hilfe ist keine Hilfe verfügbar. Das ist wieder typisch. Ich möchte nochmal die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Danke, das ist nicht nötig. Zu welchen dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen? Zum Angebot unserer Cafeteria? Ich hab doch gesagt... Zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot? Oh, das E-Learning-Angebot. Unbedingt. Learning-Angebot? Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Ah ja. Wussten Sie zum Beispiel, jetzt mit echt Geld bezahlen. Dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen oder dass Sie ermäßigten jetzt Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Wer will sowas? Muss ich mir das jetzt alles anhören? Was soll dieser Premium-Account denn sein? Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wäre es mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel? Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Aha. Ich habe doch Premium-Angebot gefragt. Hier liegt alles in Schutt und Asche und dieses Gerät erzählt mir etwas von Premium-Angeboten? Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Service-Angeboten und die Daten gleich herunterladen. Sehr gern. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr.
Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Ja. Was soll so ein Service Point überhaupt sein? Unsere Service Points sind alle mit einem blauen Leuchtschild gekennzeichnet. Schauen Sie sich ruhig etwas um. Sie können sie gar nicht verfehlen. Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne. Bitte verzeihen Sie, wenn es wegen der hohen Besucheranzahl zu Wartezeiten nice. Kommt. Ja. Ich versuche nochmal die Daten herunterzuladen. Sehr gern. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Wenn er es wirklich schafft, also wenn es wirklich mal klappt und der wirklich das runterlädt, sagt er dann, wenn das bei diesen alten Geräten dann eine halbe Stunde dauert, sagt er dann eine halbe Stunde lang, ich lade. Das ist doch. Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden. Aber keine Sorge, Nigel. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristallarchiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service Points wird Ihnen helfen. Ja. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Ja. Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Das ist sehr toll. Das Kristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Das nennt ihr Service. Ich hab freigeschaltet. Ja. In beiden... Also blaue Steckplätze und die haben jede Menge Steckplätze. Also in beiden Steckplätzen muss eine blaue Lampe drin stecken. Also wir haben hier eine Lampe. Das ist zwar nicht blau, aber vielleicht können wir ja. Beiden Steckplätzen. Vielleicht können wir die Wartungsklappe benutzen. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Ja. Welche Steckplätze sind da gemeint? Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Ja. Gehen wir erstmal wieder hoch. Wenn wir mal blaues Licht brauchen, dann weiß ich auch nicht, rotes Licht hätten wir hier.
Leider funktionieren sie nicht. Nochmal mit ihm reden. Hast du die Daten? Fast. Das Passwort ist Blaualge. Das habe ich nicht vergessen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Also. Das Passwort wissen wir. Aber wie kommen wir? Wie kommen wir weiter? Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ja. Sehr, sehr hilfreich. Ja, bei der Zeitkapsel irgendwas. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Also. Kopfkratz, Bartkratz. Das hat hier nichts gebracht, wenn wir hier die Lampe reingesteckt haben. In der Gelder. Was hatten wir da? Drei merkwürdige Sockellehnen an der Wand. Lass sie stehen. Waren sie? Nein. Oh, schade. Oha. Oha. Das sind Datenkristalle. Warum geht das denn auf einmal? Das haben wir vorher schon probiert und es ging nicht. Oh, ich sehe jetzt noch eine Lampe. Können wir die mitnehmen? Ich komme nicht ran. Mist. Können wir es paddeln? Auf keinen Fall. Nein, nein. Lieber nicht. Okay. Jetzt mehrere Steckplätze. Sockel, Sockel, Steckplatz. Lampe. Das ist eine Signalleuchte. Vielleicht müssen wir noch, wenn wir das rausnehmen, dann geht's ja. Okay, geht's nicht wieder runter? Vielleicht können wir die Lampe jetzt in einen der Steckplätze legen. Wenn wir können. Ich hoffe, wir haben nicht nur eine Möglichkeit. Ah ja. Ein Steckplatz. Diese Lichter sollen. Oh, okay.
Wie funktioniert es also? Okay. Ach ja, er sagt, wenn die beiden leuchten, dann funktioniert's. Vielleicht kann man jetzt. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Aber tut's doch, oder nicht? Fehler. Ein Mitarbeiterkristall. So. Also, können wir einen anderen Datenkristall nehmen? Dieser Datenkristall hier sollten alle. Ah, okay. Das ist ein intakter Datenkristall. Nee. Doch. Alter. Fehler. Licht. Ein Mitarbeiter. Datenkristall. Dieser Daten. Hier sollten alle. Verstehe ich nicht. Ich auch grad nicht. Lieber nicht. Ach nee, lieber nicht. Möchtest du vielleicht die Datenkristall mit dem Terminal benutzen, damit wir weitermachen können? Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Steckt. Drin. Ich begreif's nicht. Da steckt in beiden Plätzen eine funktionierende Lampe drin. Tja. Vielleicht müssen wir den Kristall. Das haben wir ja schon mehrfach versucht. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Mädel. Ach, der geht. Okay. Fehler. Licht. Ein Mitarbeiter. Datenkristall. Warum geht der nicht? Lieber nicht. Das bringt nichts. Bringt das nicht? Hier, der Terminal-Kristall. Das ist so. Da. Okay. Ist unnütze. Vielleicht können uns die anderen. Die Mitglieder was dazu sagen. Dieser Datenkristall enthält die Sicherheitskopie von Nigels Daten. Hier sollten alle Dateien intakt sein. Vielleicht kann uns unser Team dabei helfen. Mögliches. Den Steckplatz, der kann es auch bei sich nachgucken. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur, er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier, im brasilianischen Dschungel. Hurra. Und dann. Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich.
Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerk. Keine Sau, sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier, die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Surikhan, unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Aber den Leuten wollen immer die Kraftwerke und die Energie und was man da an Finanzen und Geld rausschlagen konnte, wichtiger. Keiner hat auf sie gehört. Ein altes Spiel. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Ich bin mittlerweile schon etwas zuversichtlicher. Es wird dennoch keine angenehme Reise. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Ins Archiv müssen wir nochmal. Hast du mit Delvin geredet? Den Idiot kann ich irgendwie nicht leiden. Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Ja. Dieser Idiot, das ist dieser Überhebliche. So müssen wir nur hier irgendwie reinkommen. Durch die Panzertür. Vielleicht können wir nochmal mit Reden versuchen. Bist du noch da? Ja. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe diese Pillen hier. Ich will keine Pillen.
Kannst du kochen? Ich kann dir doch nichts kochen. Dann lasse ich dich auch nicht rein. Ich gehe dann mal wieder. Das bringt also nichts. Wir müssen gucken. Dann können wir was aus der Maschine ziehen. Ein Nutrimat. Ja, stimmt, wir haben ja schon knackt, wir haben die Cola. Instanzpill. Das bringt nichts. Hühnchen à l'Orange. Joseph war auf diese Kreation ganz besonders stolz. Ah, ja. Keine Ahnung wie. Ja. Vielleicht können wir. Ganz schön klebrig. Currywurst. Guck mal, ich hab hier was für dich. Leg es da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lass dich rein, wenn ich das mochte. Na, sehr toll. Aha. Er mochte es. Willkommen in der Dunkelheit. Was willst du? Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich suche Videokassetten. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quicky kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell! Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Aha. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Ja. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Ich glaube, der ist ein bisschen... Naja. Wie soll man sagen? Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Ich habe einen Plan von der Sache hier. Nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Und verhält sich für sein Alter ein bisschen kindlich. Kindisch, wenn man es so sagen will. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Ah, ja. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen. Gruppenkreis oder was? Das mag ich nicht. Okay, das war's schon. Gut. Ich schaue mal nach den Kassetten. Viele, viele Freunde. Naja, das ist das. Vielleicht sind es nur Vorurteile, aber das stinkt mir ein bisschen nach. Dass er sich ein paar Leute erfunden hat. An der Wand hing sein Wasservorrat. Regenwasser aus Kanistern. Das ist bestimmt wieder meine Schuld. Die Trinkwasservorräte waren aufgebraucht. Es gab nichts anderes mehr. Versuchen Sie, das mal meiner Therapeutin zu erklären. Was ist in den Kanistern? Wasser. Wie filterst du es? Ich fange es auf, bevor es in den Fluss fällt. Das ist ja schrecklich. So weit hätte es nie kommen dürfen. Ah, ja. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Och, nö. Hier schläfst du? Nicht unbedingt. Ist das nicht ein bisschen groß? Ach. Also die Matratze sieht jetzt nicht so wahnsinnig groß aus. Schon große Betten gesehen. Bei mir im Schlafzimmer. Die Hängematte ist völlig zugemüllt.
Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufräumen helfen? Das haben Sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut.